Von ihr verabschieden. Und sie wird mir da nicht mehr zu. Sie ist deine Tochter. Das ist sie auch noch in spätestens 4 Wochen, wenn sie heulen wie deine Hase kommt. So wie deine beiden Söhne. Der eine redet nicht mehr mit dir und der andere ist erst nach Jahren wieder hier aufgetaucht. Wenn du so weitermachst, verlierst du irgendwann alles, Albrecht. Deine Kinder, Freunde, das Hotel und... Verdammt nochmal! Ach, Engelchen. Kommst du mit runter, dich verabschieden? Dein Vater ist sicher zu gut dafür. Das war aber mein Punkt. Sie wandert doch nicht nach Australien aus. Ich muss noch schnell mit Vater was besprechen, aber ich komme gleich nachher. Ja? Und? Hat René versucht, das Geld aus dem Tresor zu nehmen? Ja, hat er. Wie viel wollte der Gangster verschwinden lassen? Er sagt 4,5 Millionen. Gut, damit können wir endlich unsere Steuerschulden beim Finanzamt bezahlen. Der Rest ist dann Verhandlungssache mit den Behörden, aber aus dem Gröbsten sind wir jetzt raus. Nein, das sind wir nicht. Der Tresor war leer. Wie bitte? Ja, aber René war genauso überrascht wie ich in dem Moment. Oder wie du jetzt. Ja, und wenn er wieder gelogen hat? Nein, das glaube ich nicht. Irgendjemand anders hat das Geld aus dem Safe genommen, während René im Gefängnis saß. Hey, sag mal, stimmt das? Was? Was wohl? Das ganze Haus spricht von nichts anderem. Du glaubst, es kriegt keiner mit, wenn du mit dem Müller unten in der Bar rumtanzt. Es war so eng, dass keine Serviette mehr zwischen euch passt. Amelie, er hat eine Freundin. Ich kam noch auf die Party, kurz nachdem ihr weg wart. Ach, ich weiß selber, dass das idiotisch ist. Und am liebsten würde ich alles hinschmeißen und gehen, aber... Nee, weißt du was? Wenn einer geht, dann er. Brüderchen. Brüderchen. Pass auf dich auf, Schwesterchen, ja? Das mache ich. Pass du auch auf dich auf. Sowieso. Ganz toll. Was ist denn jetzt eigentlich? Bleibst du und übernimmst Renés Job? Vielleicht gibt's bald nichts mehr, was es zu übernehmen gibt. René hat das Geld nicht. Ich weiß, ich weiß. Paps. Du weißt ja, wo du jemanden zu Hause findest. Mein Zuhause ist bei meinem Mann. Verschieben. Ruf mich an, ja. Sowieso. Das war lieb von dir. Hätte ich dir nie im Leben zugetraut. Für dich mache ich doch fast alles. Hm. Ja, wenn du ein schlechtes Gewissen hast. Ja. Und warum, wenn ich fragen darf? Und jetzt erzählen Sie mir nichts von Ihrer kranken Großmutter. Das höre ich 3-mal die Woche. Tom würde für mich einspringen. Kontinuität und Zuverlässigkeit sind 2 tragende Säulen unseres Hauses. Kontinuität und Zuverlässigkeit.
Haben Sie geweint? Probleme mit Ihrem Sohn oder in der Liebe? Liebe. Weiß er, wie es Ihnen geht? Nein, und er braucht es auch nicht zu erfahren. Deswegen möchte ich jetzt 2 Tage frei haben. Na, schauen Sie mich nicht so an, als ging es um Leben und Tod. Das tut es aber. Irgendwie. Also in Gottes Namen. Aber am Montag melden Sie sich pünktlich zur Frühschicht zurück. Danke, Herr Dorschl. Amelie, guten Morgen. Morgen. Was ist denn los? Willst du mich bitte loslassen? Amelie, was ist denn passiert? Ich habe dich gesehen mit dieser Frau direkt vor meiner Haustür. Amelie, ich kann das erklären. Ach, du hättest wenigstens mit ihr um die Ecke gehen können. Amelie, lass uns treffen heute Abend, bitte. Ich warte auf dich beim Personaleingang, ja? Nein, nein, ich wollte nur sicher gehen, dass niemand die Reservierung verschlampt hat. Aber ist sie schon da? Ja. Danke, danke. Tschüss. Haben Sie den Termin mit dem Herrn von der Bank Berlin gemacht? Ach ja, Brettschneider heißt der Mann. 12.30 Uhr zum Lunch. Er wollte natürlich einen Tisch bei uns unten haben, aber ich habe einen strategisch günstigen Italiener gefunden, wo vom Personal niemand hinkommt. Okay, dann sehen wir uns gegen 3, 4. Noch eine Sache, es geht um Frau Ammann. Sie war eben hier und wollte fürs Wochenende frei haben. Und? Naja, ist gerade mal ein paar Wochen bei uns. Und wegen ihr hätte ich den Dienstplan bestimmt nicht umgeschmissen. Aber da Sie offenbar ein persönliches Interesse... Herr Dorschel, bitte. Man hat Sie beide in der Bar gesehen. Nachts. Zusammen. Tanzend. Verstehen Sie mich nicht falsch. Sie sind der Chef und können tun und lassen, was Sie wollen. Aber als Personalmanager muss ich sagen, dass das für das Betriebsklima... Danke, Herr Dorschel. Ich werde versuchen, in Zukunft das Betriebsklima ein wenig zu schonen. Danke, Herr Müller. Lindberg. Ach, wunderbar. Scheiße, Olli. Also eins sage ich Ihnen, wenn Sie gestern bis um 3 Uhr bei Rita gerockt hätten, dann würden Sie jetzt noch im Bett liegen. Ja, guten ja. Tag. Ich habe gerade gehört, Ihre Nichte fährt übers Wochenende nach Hause. Ja. Und? Darf ich fragen, wo das ist? Nein, das dürfen Sie nicht. Und ich gebe Ihnen den guten Rat, lassen Sie Amelie in Frieden. Sie hat sich gestern Abend eingeschlossen und die ganze Nacht geweint. Ich sage Ihnen nur eins und das auch nur einmal. Ich bin seit mehr als 30 Jahren hier, Sie erst seit 3 Wochen. Ein Wort von mir an der richtigen Stelle und Sie können sich einen neuen Job suchen. So, und jetzt gehen Sie bitte wieder rein und zwar durch den Personaleingang. Olli, deine Kappe. Los, aber immerhin. Besser als nichts. Auf unsere Wohnung. Zum Wohl. Prost. Dein Mantel. Das musst du dir in Zukunft abgewöhnen. Wir haben keine Anneliese mehr und auch kein Domröse, der dir das hinterherträgt und aufbügelt. Na, entschuldige mal, wozu habe ich eine Frau? Nee. Sag mal, wie war es eigentlich? Haben deine Eltern versucht, dich rumzukriegen? Nee. Aber ich mache mir Sorgen. Um Stefan und Papa. Wer könnte denn dieses verdammte Geld genommen haben? Ich weiß es auch nicht. Nein? Mein Gott, nochmal, Jana. Wenn du mir nicht glaubst, dann können wir das hier alles gleich wieder sein lassen. Ich muss mich einfach auf dich verlassen können. Was kannst du? Sicher. Ganz sicher. Irgendjemand muss die Kombination von dem Safe gewusst haben. Wer könnte das denn sein? Keine Ahnung. Dein Vater, dieser Schleimscheißer Dorschen oder irgendjemand aus der Buchhaltung. Oh Mann. Aber mach dir keine Sorgen, Jana. Sobald ich wieder auf den Beinen bin, schenke ich dir eine eigene Anneliese. Auf uns. Auf uns. Hm.
Und jetzt entschuldige mich. Ich spring noch schnell unter die Dusche und dann habe ich noch einen Termin. Wie bitte? Ich dachte, wir machen es uns gemütlich. Oh, es tut mir leid, Schatz, aber das muss sein. Das ist wichtig. Hm? Und was ist das für ein Termin? Top Secret, aber wenn es klappt, dann sind wir wieder flüssig. Es ist wegen der Arbeit, oder? Du willst nicht mehr zurück. Bin ich so leicht zu dich schauen? Du weißt, dass du nicht schwindeln kannst. Da bist du ganz schlecht. Das wäre doch schlimm, wenn es andersrum wäre, oder? Es ist Herr Müller. Du bist in ihn verknallt. Nein. Ja, ich bin in ihn verknallt. Er ist nett. Ah ja. Das ist er. Kirsten, hallo. Hallo. Ich muss mit meinem Bruder sprechen, bitte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dich sehen will. Ich war im Krankenhaus und habe den Befund gesehen. Wie? Woher wusstest du denn, dass wir im Krankenhaus sind? Eine Kollegin vom Hotel hat euch zusammen in der Klinik gesehen und mitbekommen, dass er fast blind ist. Ist es jetzt raus, hm? Bitte sei geduldig mit ihm, ja. Verlass dich drauf. Mein Partner in den USA hat gute Kontakte zu einer Spezialklinik. Vielleicht kann man doch noch etwas tun. Kirsten? Nein, ich bin's. Stefan. Was willst du denn hier? Wie bist du überhaupt reingekommen? Das ist doch egal. Du weißt, wie du reingekommen bist, also weißt du auch wieder, wo es rausgeht. Ich war im Krankenhaus. Warum hast du nichts gesagt? Wie schlimm ist es? Grauer Schatten, hell und dunkel. Farben sehe ich schon lange nicht mehr und Noten auch nicht. Ich muss meine Pillen nehmen. Kann ich dir irgendwie helfen? Nein! Wenn ich damit erstmal anfange, dann kann ich mich gleich aufhängen. Zusammen hoffen wir das, Andreas. Wir? Ja. Du verschwindest einfach so. Tauchst Jahre später wieder auf und auf einmal weißt du alles, wie ich mich fühle, was zu tun ist, was mir fehlt. Andreas, ich... Du bist schon genauso selbstgefällig wie unser Vater. Wenn du nichts gegen den Tumor in deinem Gehirn unternimmst, dann bist du blind und hast überhaupt keine Chance mehr auf Heilung. Die habe ich jetzt auch schon nicht mehr. Andreas, du darfst nicht feige sein. Du musst dich eventuell sogar operieren lassen. Aber du musst wenigstens etwas tun. Du blödes Arschloch! Erzähl du mir nichts von Feigheit und jetzt raus! Sehr gern. So, Herr Holsten. Herr Behringer kann Sie jetzt empfangen. Na, endlich. Herr Holsten. Das ging aber schnell. Wie lange sind Sie denn raus aus dem Knast? Lange genug, um festzustellen, dass ich bei Lindbergh keine Zukunft habe. Der Alte hat Sie gefeuert. Ich bevorzuge die Version, dass ich gekündigt habe. Und jetzt kommen Sie zu mir? Erstens habe ich doch Ihnen die ganze Steuerscheiße zu verdanken, oder?
Und zweitens, das Hotel Lindberg ist am Ende. Das Image ist am Abschmieren und die Auslastung auch. Und der alte Lindberg glaubt wirklich, dass sein Sohn, der keine Ahnung vom Hotelgeschäft hat, den Laden wieder auf Kurs bringen kann. Und? Wenn Sie mich fragen, man müsste nur ein bisschen nachhelfen. Dann gehört der ganze Laden Ihnen. Und zwar für ein Apfel und ein Ei. Na, langsam wird's doch interessant. Sehen Sie, ich komme aus der PR-Branche. Ein Image, das kann man aufbauen und wieder kaputt machen. Das ist ganz leicht. Die Technik ist immer die gleiche. Das ist wie bei einem Motor, den man noch vorwärts oder rückwärts stellt. Weiter? Ich kenne alle Unternehmensinterne. Stärken, Schwachstellen. Und glauben Sie mir, ich bin hochmotiviert. Sie wollen den alten Lindberg fertig machen. Das haben Sie gesagt. Herr Holsten, ich glaube, wir werden viel Spaß miteinander haben. Willkommen an Bord. Bitte, Mutter, notfalls schick du doch die Einladung raus an die Lindbergs und sag, es wäre ein Versehen gewesen. Weißt du, was du da von mir verlangst? Ich habe kein Interesse daran, zuzusehen, wie dein Vater durchdreht und Stefan Lindberg vor die Tür sitzt. Vor allen Leuten. Was Papa da macht, das ist Erpressung. Lass die Finger von meiner Tochter oder ich treib dich in den Ruin. Wo leben wir denn? Dein Vater traut ihm nicht. Er hat Angst, dass Stefan dich nur ausnutzt und verletzt. Ich bin alt genug, um selbst zu wissen, was mir gut tut und was nicht. Ist schon gut. Vielleicht werde ich ihn daran erinnern, dass auch ich ihn gegen den Willen meines Vaters geheiratet habe. Zum Beispiel. Also, wann kann ich mit Ihrer Entscheidung rechnen? Grundsätzlich sollte einer Zusammenarbeit unsererseits nichts im Wege stehen. Ich würde nur gern noch Rücksprache mit meinem Chef halten. Da ist Stefan. Wo? Ich komme gleich wieder, ja? Sagen wir Anfang nächster Woche? Okay. Stefan, so ein Zufall. Mutter und ich, wir haben gerade von dir gesprochen. Reike. Entschuldigung, Monk. Ja. Brettschneider, angenehm. Dürfte ich Ihnen Ihren Gesprächspartner kurz entführen? Nur 3 Minuten? Bitte, bitte. Ich habe mit Mutter gesprochen. Sie wird Vater bearbeiten. Und auf dem Stiftungsfest, zu dem ihr natürlich herzlich eingeladen seid, da bringen wir das alles wieder ins Lot, ja? Es tut mir leid, aber ich muss... Stefan, ich muss dringend mit dir reden. Dass wir uns gestern dort begegnet sind, das war kein Zufall. Lass uns heute Abend sprechen, ja? Mir ist ganz schlecht. Ich rufe dich an. Okay. Stefan mit dem Brettschneider von der Bank Berlin. Na was wohl? Sich nach einer anderen Bank umsehen. Ich habe gleich gewusst, dass Stefan sich nicht auf so einen Kuhhandel einlässt. Fahr doch schon mal vor, ich bleib noch ein bisschen in der Stadt. Wie du willst. Wie lange könnt ihr bleiben? Bis Sonntagabend. Na toll. Dann nehmen die an, Martin. Danke. Woher wusstest du denn, dass wir kommen? Na, woher wohl? Paul hat angerufen. Amelie, was ist los? Ich erzähl's dir später, okay? Aber ich muss mir keine Sorgen machen, oder? Nein. Ognare Schneeci, come ti bocca? Adio. Ah, Mr. Oraguchi. No, good afternoon. How was the opera yesterday? Beautiful. Beautiful. Have a nice day. Thank you. Bye. Adoro. Da
Darf ich Sie einen Moment sprechen? Wenn es um Ihre Nichte geht, dann... Nein. Aber ich danke Ihnen, dass Sie so freundlich waren, ihr freizugeben. Nein, es geht um diesen Herrn Müller. Was ist mit dem? Sie haben doch sicher seine Referenzen, seine Papiere gelesen. Heißt der wirklich Müller? Ich bitte Sie, Herr Mann. Naja, ich kann mich irren, aber ich glaube ziemlich sicher zu sein, dass ich ihn schon hier in Berlin gesehen habe. Also Herr Müller war 8 Jahre lang in Amerika und hat dort die besten Referenzen. Also in diesem Fall irren Sie sich sicher. Entschuldigen Sie. Ich möchte bitte Herrn Müller sprechen. Ja, selbstverständlich. Oder vielleicht gibt es irgendwelche neue Behandlungsmethoden auf der Welt, ja? Und schau dir das Medikament an, die Nebenwirkungen sind nämlich Horror. Okay, ich faxe den Befund. Und du melde dich bitte, sobald du etwas weißt. Ja? Nein, das weiß ich noch nicht, aber am Wochenende fällt die Entscheidung. Ich kann es nicht länger rauszögern. Okay, mach's gut. Danke dir, ciao. Frau Munk. Entscheidung? Wollten wir uns nicht heute Abend treffen? Was für eine Entscheidung, Stefan. Du willst bleiben, stimmt's? Mareike, mein Bruder ist schwer krank. Das Hotel in der schwierigsten Situation seiner Geschichte. Und ich kann momentan meinen Vater nicht alleine lassen. Du bist mir doch keine Rechenschaft schuldig, Stefan. Ich habe nur gedacht, dass seit New York... Stefan, wir gehören doch zusammen. Das wusste ich doch schon, als ich dich mit 14 zum ersten Mal gesehen habe. Du brauchst vielleicht ein bisschen länger. Dann bleib's dabei, du gehst zum Stiftungsfest. Jetzt, wo du dich für eine andere Frau entschieden hast, kann mein Vater dir den Kredit ja nicht mehr verweigern. Du hast getan, was er von dir verlangt hat, oder? Mareike, das hat überhaupt nichts mit dir oder mit dem Kredit zu tun. Dass du dich in eine andere verliebt hast? Natürlich nicht. Ich fliege am Sonntag für 3 Tage nach New York, um nach dem Rechten zu sehen. Dann bin ich dir hier nicht im Weg. Und wenn ich wiederkomme, weißt du vielleicht, wie es in deinem Leben weitergehen soll. Schade. Wir waren so nah dran. Sie haben keinen Appetit, Frau Lindberg? Ich bin so einen leeren Tisch nicht gewöhnt. Hey. Komm mal her. Ich bin da auch noch da. Hm? Komm, spiel ein bisschen Klavier für mich. Und ich sag, Domröser soll uns ein kleines Fläschchen Dessertwein bringen. Hm? Ich bin zu müde. Sag mal, nächste Woche ist doch das Stiftungsfest bei Monks. Mhm. Es ist noch keine Einladung da. Das ist aber komisch. Naja, vielleicht kommt sie ja noch. Mäuslein, was hast du denn heute früh gemeint, als du gesagt hast, wenn ich so weitermache, werde ich irgendwann alles verlieren? Mhm. Tut mir leid, das habe ich im Zorn so dahergesagt. Du sagst nie irgendwas so daher. Also was ist? Nichts. Und trink nicht mehr so viel. Ich habe mich verliebt, Elsa. Verliebt? In wen? Er heißt Stefan Müller, ein Kollege.
Jetzt schau nicht so. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Das war das Letzte, woran ich gedacht habe. Schon gut, Amelie. Ich freue mich doch für dich. Er hat eine Freundin. Wie? Ich wusste es von Anfang an, aber irgendwie... Kennst du das Gefühl, wenn einem heiß und kalt wird und das Herz bis zum Hals schlägt, dass man kaum noch atmen kann? Naja, das ist schon eine Weile her. Liebe macht blind, heißt es doch. Jetzt lass doch das Geschirr. Das kann ich doch machen. Ach, Elsa. Ich war im siebten Himmel gestern, als wir zusammen getanzt haben. Und dann taucht da plötzlich diese Frau auf. Wenn du sie sehen würdest. Neben der sehe ich aus wie eine Dorfjule. Stinkreich muss die sein, so wie sie angezogen ist. Und den Sportwagen, den sie fährt. Amelie. Jetzt red dir das bloß nicht ein. Ich erinnere mich noch wie heute, als du das erste Mal hier zur Türe hereinkamst. An der Hand von unserem Herrn Pastor. 8 Jahre alt warst du, ein Waisenkind und ganz zart. Da habe ich sofort gewusst, dass du ein Geschenk des Himmels bist. Etwas ganz, ganz Besonderes. Und der Mann, der dich kriegt, hat ein Schweineglück. Und wenn dieser Stefan das nicht begreift, dann ist es auch nicht wert. So. Und du kümmerst dich jetzt um deinen Sohn und ich mach das hier fertig. So, mein Schatz, wird Zeit, ins Bett zu gehen. Ach nö, ich will noch nicht ins Bett. Ich will noch ein bisschen hier bleiben. Elsa sollte endlich mal den Elektriker rufen. Der Kasten ist schon seit letztem Winter kaputt, Mama. So, jetzt marsch ins Bett. Von mir aus kannst du noch was lesen. Und morgen gehen wir fischen. Ja. Gute Nacht. Komm. Nein. Ihr bleibt hier. Au. Und du, gehst du nicht auch schlafen? Ich will noch mal runter ans Meer. Darf ich mitkommen? Du gehst schlafen. Ich möchte noch ein bisschen nachdenken und alleine sein. Über den Herrn Müller? Auch, aber nicht nur. Ja, endlich. Hat mir erlaubt, auf dem Nachhauseweg noch ein Bier zu trinken. Ja, und was ist mit Martin und Amelie? Das wissen Sie doch sicher besser als ich. Oh, ich weiß nur, dass sie plötzlich vor mir stand, mit ihrer Reisetasche den Jungen an die Hand genommen hat und gegangen ist. Amelie hat sich fürs Wochenende freigenommen. Die kommt nicht wieder. Da wette ich. Was reden Sie denn da für einen Unsinn? Tja, Sie haben Ihr Gesicht nicht gesehen. Sie hat sich bestimmt nicht getraut, es Ihnen zu sagen. Ja, aber was wollen Sie denn? Ist doch wundervoll. Jetzt haben Sie diese kostbare Wohnung wieder ganz für sich alleine. Wie war dein Termin bei der Bank Berlin? Sie sind sehr an einer Zusammenarbeit interessiert, aber die Entscheidung wird wohl nicht vor nächster Woche fallen. Sag mal, willst du hinschmeißen? Willst du mich im Stich lassen? Dann sag's jetzt. Lieber kurz und schmerzlos als weiter so eine Ungewissheit. Vater, ich will dich nicht im Stich lassen. Ich fahr morgen nach Öresund. Wenn ich zurückkomme, gebe ich dir Bescheid. Nee, Stefan, das kannst du mir nicht antun. Du kannst jetzt nicht weg. Vater, das ist eine wichtige Entscheidung. Sie fällt mir sowieso schon schwer genug. Mann. Wenn du eine Auszeit brauchst, dann nimm sie dir. Willst du einen? Ja, gerne. Ich hab dir da ganz schön was aufgereizt, mein Großer. Ich weiß. Mir wär's auch lieber, ich könnte dir eine florierende Firma bieten und eine glückliche Familie. Ich brauch dich jetzt hier, das weißt du ganz genau. Also ich hoffe, du triffst die richtige Entscheidung.
Hallo. Moin. Ich wollte nur schnell die Eier vorbeibringen. Sagen Sie Eltern einen schönen Gruß. Ja, wo sind die denn? Mit Hermann Fischen nehme ich an. Och Hermann, das ist hier ganz morsch, das Brett. Na komm, bevor du ins Wasser fällst, nehme ich dir lieber die Fressalien ab. Nicht so hastig, mein Junge! Junge! Du hast dich ja schon völlig in der Schnur verheddert. Warte, warte, warte. Dreh dich mal. So. Und mal drehen. Drehen, so. Warte. So. Jana. Wo bist du? Auf einer Insel in der Ostsee. Stefan, hör zu. Beringer hat René einen Job als PR-Mann in der Beringer International angeboten. René und Beringer? Eigentlich dürfte ich dir das gar nicht sagen. Aber was stellst du dir denn vor? Ihr habt ihn rausgeschmissen, jetzt geht er eben zur Konkurrenz. Liebst du René eigentlich noch? Immens. Und mit jedem Tag mehr. Schon gut. Ich bin immer nur erstaunt darüber, wie manche Leute so sicher sein können, dass der eine Mensch der Richtige ist. Stefan, du willst doch nicht etwa diese Monk heiraten? Jana. Sag mal, Insel in der Ostsee? Wo bist du denn? Kennst du nicht. Aber wünsch mir Glück. Ich habe mir gerade vorgestellt, was wäre, wenn er hier wäre. Hier los. Du lieber Himmel. Keine Angst, es ist alles in Ordnung. Was machst du denn hier? Ich habe einen Schwelbrand gelöscht. Und die letzte halbe Stunde habe ich damit zugebracht, die Schafe wieder einzufangen. Schön hier. Man spürt die Liebe, mit der du aufgewachsen bist. Das, was ich spüre, wenn ich dich anschaue, habe ich noch nie in meinem Leben gefühlt, Amelie. Ja, da können wir ja froh sein, dass Sie da waren. Ich nehme an, das ist... Ach ja, Entschuldigung. Elsa Ammann, meine Schwiegermutter, Stefan Müller. Hallo. Guten Tag. Sie bleiben doch zum Essen bei uns, ja? Guten Appetit. Du wartest, bis wir alle haben. Vielen Dank. So. Dann danken wir dem lieben Gott, der die Fische gemacht hat, und den Fischern, die sie gefangen haben. Und der Köchin, die sie so köstlich zubereitet hat. Amen. Amen.
Amelie hat erzählt, Sie waren lange in den USA. Ja, 8 Jahre. Ich habe Verwandte in Kanada, in Neuschottland. Da soll die Flut 8 Meter hoch sein. Da wäre von unserer Insel nicht mehr viel übrig. Warum sind Sie nicht da geblieben? Meine Eltern leben in Berlin. Und mein Vater wurde krank. Eigentlich wollte ich nur 2 bis 3 Wochen bleiben, aber... Tut mir leid, ich habe keinen Appetit. Entschuldigung. Amelie, bitte. Willst du, dass ich gehe? Ich gehe, ich bleibe, ich fange alle Schafe der Insel wieder ein. Aber sag mir einfach, was ich tun soll, damit du mir glaubst. Soll ich gehen? Ja. Das war eine Lüge. Wir kennen uns seit meiner Schulzeit. Und da ist nie etwas gewesen, außer dem üblichen Gespräche auf den Partys. Ich hätte nie gedacht, dass da irgendwann zwischen uns... Aber dann ist es doch passiert. Ja. Nach Jahren steigen wir durch Zufall im selben Hotel in Miami ab. Sie steht nicht mehr zwischen uns, Andrea. Es gibt nur noch dich und mich. Warum macht ihr das so zu schaffen? Ich will nie wieder so eine Nacht wie gestern erleben müssen. Da tanze ich mit einem Mann, der mir das Gefühl gibt, einzigartig zu sein. Und das Herz tut mir weh vor Glück. Und dann sehe ich, wie eine andere Frau küsst. Damit sie viel reicher und schöner ist als ich selbst. Das willst du nicht mehr. Nie wieder. Ich habe ein Leben lang auf dich gewartet. Wieder versetzt. So langsam gehen mir seine Launen echt auf den Keks. Es tut mir leid, ich sag ihm Bescheid, dass er sich melden soll. Andreas? Amelie. Ich muss dir was sagen. Entschuldige.
Hallo? Stefan? Ja? Andreas ist verschwunden. Und er hat seine ganzen Sachen mitgenommen. Jetzt beruhig dich erstmal. Seit wann ist er verschwunden? Ich habe keine Ahnung. Wir hatten gestern Streit und ich habe bei einer Freundin übernachtet. Und als ich heute zurück in die Wohnung komme, war er nicht mehr da. Entschuldige. Könnte er in der Klinik sein? Ich habe schon überall gesucht. Bitte, Stefan, du musst mir helfen. Ich will durchfahren. Ich werde spätestens morgen Nachmittag wieder... Bis dahin kann es zu spät sein. Ich habe Angst, dass er sich irgendwas antut, oder? Ich komme sofort. Okay. Danke, ja. Du musst wieder zurück? Mein Bruder hat einen Tumor im Kopf. Und jetzt ist er verschwunden. Du musst ihn suchen. In so einer Situation zählt jede Minute und man weiß nie, ob es die letzte ist. Wann sehe ich dich wieder? Morgen, Punkt 8, zum Dienstbeginn. I would give it.